Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, ich habe mir hier ein bisschen in den Mod reingelesen und ich habe gehört, dass das Reich von Swadien als erstes den Airboten gleich gemacht wird. Ich sehe es jetzt noch nicht ganz so, also momentan müssen wir das nicht retten. Ich möchte also zuerst den Rotok anschließen, aber nicht Vasall werden. Außerdem habe ich gehört, es gibt ganz starke Banditen, aber die sind bei mir auch noch nicht da. Vielleicht müssen wir noch warten, ich muss mal kurz schauen. 1257. Gut, haben wir hier Berichte. Ich möchte gerne Diplomatie. Mit wem sind wir im Krieg? Handelsabkommen. Also Frieden haben wir denn. Wieso gehen wir dann dort entlang? Zu Swadien? Vielleicht nur so eine, wie sagt man dem? Erkundung. Also mit den Salariniten sind wir im Krieg. Aha. Ja, okay, Und Ländereien, ja. Bekannte Adelige. Wir haben ein paar, die minus sind. Wieso denn das? Das kann ich doch nicht dafür, dass ihr gefangen seid. Der ist missmutig. Also missmutig ist das Gegenteil von mutig, oder was? Aber hier haben wir zum Beispiel Matthias 5, da haben wir wahrscheinlich durch Quests errungen. Also, dass wir mehr ihn mögen. Kooperativ, aha. Gut, hier haben wir nichts zu verteilen. Hier haben wir einen. Ah, die ist noch unten. Die müsste nach oben kommen. So, noch eins. Dann möchte ich dich gerne mal anschauen. Was hast denn du? Du bist eine Kämpferin. Okay, gut. Dann mach du mal Bogenzugkraft, damit du einen Bogen assisten kannst. Und hier machen wir so, gleichmäßig auf diesen. Noch kurz ausrüsten. Ja, was haben wir für dich? Ja, dann nimm du das da. Die Sachen machen wir nach unten, die sind schwach. Das Schwert möchte ich gerne ihr geben. Gut, dann hier so. Ja, okay. Die sind noch, die anderen sind ja nicht den, nicht zum, lassen. Gut, dann haben wir das. Dann rede ich mit Gamma, müssen wir reden. Mein Name lautet Monika Basler, stehe zu Diensten, werter Herr. Ich bin Conte Gamma, Vasall von Republik Rodok und Fürst von Burg Almera und Istinjar. Ah, endlich seid ihr da, Monika Basler. Wir haben euch erwartet. Hoffentlich habt ihr genügend erfahrene Truppen mitgebracht. Jawohl, ich habe eine Gruppe kampferprobten Soldaten bei mir. Wir sind bereit, uns euch anzuschließen. Großartig. Wir werden bald aufbrechen. Nun, ihr seid ein Krieger, der es versteht, mit Augenmaß vorzugehen. Und wir vertrauen darauf, dass ihr tun werdet, was nötig ist, um unseren Feldzug zu unterstützen. Ich überlasse nicht, dass ihr... Ich verlange lange nicht, dass ihr in meiner Nähe bleibt. Und falls ihr die Ansicht seid, dass eure Truppen anderswo nützlicher sein könnten, werde ich es euch nicht übel nehmen. Ich würde es allerdings begrüßen, wenn ihr euch entschließen würdet, bei mir zu bleiben, um mich in der Schlacht zu unterstützen. Und ich hätte vielleicht auch einige zusätzliche Aufgaben für euch. Gut, dann gehen wir mal zu Kurinas. Nein. Oh,
Wir bekommen eine. Wenn wir sagen, ich kann die Banditen nicht befreien, bekomme ich 1 minus. Ja, ich kann nicht dafür, dass du überhaupt Gefangene. Also, deine Soldaten gefangen wurden. Ach komm, hey. Lol. Das sind die Banditen. Die müssen wir unbedingt fangen nehmen. Angreifen, komm, ja. Heute muss euer Pechtag sein, Freundchen. Wir sind so ziemlich die schlimmsten Leute, denen ihr in diesen Gegner begegnen könnten. Konntet. Hä? Für mich seid ihr nichts anderes als laufende Geldsäckel. Ein Händler in Valuka hat mir gutes Geld für eure Köpfe geboten. Ein Kopfgeldjäger? Tötet ihn sofort! Geht zum Schlachtfeld. So, einfach Angriff. Wir werden ihn zermürben. Oh, da haben wir schon ein paar Bäume kaputt gehauen. So. Bandit, wie heißen die? Kopfgeldjäger, also. Sklaventreiber sind es, glaube ich. Hallo, ich möchte gerne. Ja, toll. Gut. Alle Angriffe kommen schon. Ja, die sind schwach. Zweiter besiegt. Den möchte ich gern. Was? Ah, ihr seid doch blöd. Sterbt einfach bei solchen. Ah, wahrscheinlich wegen den Lanzen. Ja, toll, die haben Lanzen. Ich muss dann noch schauen, wie man die Reiter nicht angreifen lassen lässt. Ich glaube, die muss man zuerst auswählen. Also nur die auswählen. Und dann nur die Nahkämpfer. Ding. Der hat ein französisches Wappen. Okay. Das passt nicht so. Okay, 2 Tote, 1 verwundet. Naja. Ansehen plus 3. Und wir haben ganz viele Gebirgsbanditen. Nehmen wir noch die Bauernsfrauen mit. Ja, ein paar Bauern noch. So. Oh, jetzt haben wir die alle Items. Ja, ja, ist ja nicht wichtigst dabei. Ein Kopfgeldjäger. Und wer kann befördert werden? Bauer. Dann machen wir mal Armbrustschütze. Und hier Sklavenjäger. Gut, wir brauchen auch noch ein paar Fernkämpfer. So, schauen wir mal. Die Quest müssen wir wahrscheinlich noch nicht abgeben, oder? Ja, der ist unendlich. Der geht noch 28 Tage. Okay, gut. So, folgen wir dem Gamals-Trupp. Können wir jetzt irgendwas... schon eine Quest abholen? Nö. Nur die andere, also die Folgequest, die könnten wir abbrechen. Ja, viele Verluste bei den anderen Reichen. Was würde der wohl denken, wenn wir die ganze Zeit vorne dran herum ehren? Aber die so langsam sind und wir so schnell. Ist nicht so gut. Yay. Weibsbild. Machen wir mal ein Weibsbild. Gut. Also der geht wahrscheinlich einmal um die Halbinsel da. Rotok-Halbinsel. Vielleicht mal Banditen jagen. Da ist ein Deserteur gewesen unten rechts. Okay.
ist dein Jahr? Vorräte, haben wir eigentlich noch genug Essen? Darf ich mal eine Quest? Wo geht die jetzt hin? Jetzt bleibt die hier stehen, okay. In der Dorfkneipe werden wir ein bisschen trinken. Okay, ganz viele kommen jetzt. Ich hoffe, ihr macht jetzt keinen Krieg gegen die Swardin. Das wäre nicht gut. Garmals, wo bist du? Matthias. Das ist der, der... Okay, das nehmen wir an. Ja, das ist der, der findet fort. Damals war hier. Ja. Ja, ja. Er will nicht, dass wir ihm Vorschläge geben. Weshalb denn? Wir müssen ihn wahrscheinlich zuerst kennenlernen. Ah, die warten auf die anderen, okay. Bisschen weiter kommen. Komm, mach mal ein bisschen weiter. Ich muss mal hier speichern. So. Kommt. Die Quests laufen ab. Ich wollte nicht mit ihm reden. Lauft mal ein bisschen weiter, ihr habt Krieg gegen Swardin. Dann macht mal Krieg gegen Swardin. Quest vollendet, gut. Dann gehen wir schon mal weg. Ich möchte kurz die noch leveln. Marnit. Du bist der Händler Charisma. Und wirst auch unser... Anführer, das ist nicht gut. Aufklärung hat ein anderer schon. Ausbilder. Du kannst unser Taktiker werden. Intelligenz, naja. Etwas mit Charisma. Nun gut, es gibt kein Charisma. Was wärst du? Charisma, Führungskraft ist Anführer. Gut. Machen wir mal auf Schlagkraft hier und hier auf Einhandwaffen. Die besitzt du ja. Okay. Dann haben wir hier den Wunddunk. Das ist der, der glaube ich nicht so beliebt ist. Ja, auf Stärke. Und auf Schlagkraft. Ja, na, Einhandwaffen. So. Gut. So, dann gehen wir direkt im Wege zu dem Herr, der... Sag schon. Zu dem Herr, der den Brief bekommen soll. Und, ja. Wir haben ja kein Level Up. Nö. Gehen wir oben. Ja, gehen wir oben durch. Ja, Kanat Kergit ist momentan am Swarden ein bisschen nerven. Vielleicht müssen wir dann doch ein bisschen wechseln, weiß es nicht. So. Amere. Das müsste irgendwo hier oben sein. Ja, es sind sehr viele Dörfer geplündert. So,
So, wir Luca machen wir dann später. Das geht einige Stunden bis Tage zum Steuern abtreiben. Aber wieso in Veluca? Veluca hat jetzt erst meinen Dank bekommen und jetzt muss ich schon wieder die Dinge runter machen. Ich will kurz dem Ding Bescheid sagen, dass wir die Banditen Ding haben. Guten Tag, Monika Basler. Nun anscheinend, das haben wir bekommen, drei Ansehen. Das ist gut. Anscheinend konntet ihr die Banditen aufspüren und ihnen zeigen, was mit jenen passiert, die es wagen, den Handel zu unterbrechen. Hier ist eure Belohnung. 1000 Dinar. Das Geld habt ihr euch wohl verdient und wir sind euch sehr dankbar. So, habt ihr nichts wahrscheinlich. Schenke? Schauen wir kurz mal hier bei Schenke und da müssen wir den Namen noch herausfinden vom Briefabgeben Teil. Da, ja, 814, gut. Oh, Fürstin, sicherlich seid ihr von kriegsführendem Volk und jemand, der uns helfen könnte. Würdet ihr meine Bitte lauschen? Was ist passiert, mein junger Mann? Eine Bande Briganten hat sich in unser Dorf eingenistet. Sie haben uns alles abgenommen und uns gezwungen, ihnen zu dienen und haben allerlei schändliches Werk getrieben. Wenn einer von uns auch nur wagt, aufzubegehren, so wird er auf der Stelle getötet. Unser Dasein ist unerträglich geworden. Ich habe mein Leben riskiert und bin davon gelaufen, um Hilfe zu suchen. Warum geht ihr nicht zum Fürsten eures Dorfes? Sollte sich der Banditen annehmen. Das habe ich getan, Herrin. Doch die Männer meines Fürsten ließen mich nicht zu ihm vor und sagten, es wäre mit wichtigen Angelegenheiten beschäftigen, dass die uns selbst und unsere Probleme kümmern sollten. Bitte, Herrin, ihr seid eine Dame von großer Tapferkeit und gewandt im Kriegshandwerk und in eurem Diensten stehen viele Freunde und Soldaten. Wenn uns jemand helfen kann, dann seid ihr es. Wohlan, ich werde euch helfen. Wo liegt dieses Dorf? Gott schütze euch, Herrin. Unser Dorf ist Fedner. Es ist nicht allzu weit von hier entfernt. So, jetzt schauen wir mal kurz, wo der Ding ist. Dafür müssen wir hier mal kurz. Talba, okay. Wo ist der Talba? Ja, da ist gar niemand. Okay, Fedner ist da oben. Machen wir das mal kurz. Wir haben sowieso noch 28 Tage Zeit, um die Nachricht abzugeben. Was sind denn das für. Was sind denn das für ein Ding gewesen? Blitzschnelle Truppen. Ein bisschen verbuggt scheinbar. So, jemand kann befördert werden. Bauer. Machen wir zum Spießknecht. Und der ist der. Wundbehandler, das ist der Ding. Chirurgie, Intelligenz. Wundbehandlung und Erste Hilfe. So. Und du bist der Fernkämpfer. Ich mache ihn lieber zu Bogen. Dann trifft er auch besser. So. Und der Borgia kann auch Level Up haben. Du bist der. Okay, der Finder. Dann musst du wahrscheinlich. Intelligenz, okay. Spurensuche ist. Spuren sind informative. Aufklärung ist. Ja, dann machst du noch Aufklärer. Und du bist der Nahkämpfer. Gut. Wir haben auch noch ein Level Up. Wir machen am besten auf Stärke, oder? Oder auf Intelligenz. Das ist aber Charisma. Nee, Charisma bringt nichts. Zuerst Stärke, wir müssen stärker werden. Und hier auf Zweihandwaffen. So. Gut. Also, Fedner. Greifen wir jetzt an. Greift die Banditen an. So. Da ein Stab. Ah, das ist ein Bauer. Also, wo sind die Ferndingen hier?
Da drüben. Wir gehen mal hier entlang. Ein Bandit ist schon mal tot. Wo sind die nächsten Banditen? Ein Sklavenjäger. Ach man, nicht, was ist denn los? Ah, die quetschen wahrscheinlich hier unten durch. Oh Gott. Eine haben wir getötet. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier drüben noch ein paar. Was ist das? Eine Bauernsfrau? Aha, die ist von uns, ja. Okay, ein Sklavenjäger ist gestorben, ein Bauer ist gestorben. Nun gut. Weißt du, das Angebot zurück. An Ehre, sehr schön. Weil Ehre ist schon wichtig für später. So, ja, die zwei sind gestorben, bewusstlos geworden. Das war die Fugie. Und sonst nichts. Okay. Gut. Was haben wir für Geld? Ja, gut. Ausgezeichnet. So, jetzt müssen wir nach Feluca zurück. Haben wir hier noch etwas? Nö. Hoffentlich ist jemand jetzt dort. Scheint keine Banditen hier zu haben. Hm. Kopfgeldjäger, die haben recht viele Gefangene genommen. Wir müssten nach Feluca gehen und diese Gefangenen abgeben, in die Gefängnisse schicken. So, wo seid ihr? Aha, die sind weg, okay. Hm. Ja gut. Die Steuer nehmen wir noch nicht ein. Ah, jetzt ist eine Dame hier. Der ist hinterbleiben. So. Wie heißt er jetzt? Nicht Tarchia, er heißt. Talba. Aber Talba ist. Da. Wohin ist er? Talba ist wo? Da. Maras. Finkur. Nach Maras. Finkur. Und wo ist er jetzt? Ja, da, aber wo ist es mehr Taras? Anmerkungen. Talbar. Steht es jetzt hier noch? Maras. Wo ist Maras? Ah, dort. Ja, toll. Okay, wir gehen hier hinten durch. Wir werden ihn sowieso anfangen, also weil er nicht so schnell ist. Und weil wahrscheinlich dort ein Gelege ist, geht er dorthin. Gut, also. Lauf, renn ein bisschen schneller. Oh, das ist ein Bandit. Das ist ein gefährlicher Bandit. Da haben wir einen, der heißt Giuseppe. Okay. Schnell weg. Der ist böse. Oh ja. Ja, dann wird halt dieser Ding gefangen genommen. Ich kann euch nicht helfen. Ich helfe euch auch nicht. Weil sonst sind meine Verluste zu groß. Ja, jetzt gehen wir nach Maras direkt.
Nein, auch keine Banditen angreifen. Die scheinen alles von Zwanien rüber zu kommen, aber ich glaube kaum, dass wir hier so Banditen haben. So, Wagier hat mit Kergit Waffenstillstand gemacht, okay. Ich muss mal kurz speichern noch. Dann überspeichern wir das. Banditen Quest. Wir haben sie zwar nicht mehr, aber wir haben noch Quest, ein paar Banditen auszuräuchern. Gelage anschließen. Ja, wir dürfen rein. Das ist er. Ich bringe eine Botschaft von Barene Gurlachs. Ach, lass mich einmal sehen, Wolan, ihr habt gut getan, Monika Base mir diese Botschaft zu überbringen. Nehmt mein Siegel als Zeichen, dass ich sie erhalten habe und grüßt Gerlok für mich, wenn ihr seht. Was? Die ist nicht da, habt ihr gesagt? Ah, meine Katze, immer mehr Katze suchen. Katze suchen, Katze suchen, meine Katze muss gesucht werden. Sag mal, hast du einen Auftrag? Ja, sicher. Ja, genau, und dann verschlecht sie. Was sind denn das für Quests? Ich mache für euch keine Quests mehr, das nervt. Oh Gottchen. So, wir gehen jetzt die Steuern antreiben. Dafür müssen wir hier runter. Wir gehen mal kurz nach Jalen, mal schauen, was die Mühle so macht. Genau. So, und dann Schränke. Was haben wir hier? Ein Skalde. Lösegeldvermittler. Hospitalerfrau. Okay, Mühle. Ich will mal von euch etwas wissen. Geschäftsbücher. Derzeit produzieren wir Brot im Wert von 62 Dinar pro Woche, wobei die Anzahl Korn, die wir zur Herstellung benötigen, 210 Dinar kostet und Arbeit und Wartung machen 30 Dinar aus. Das heißt, dass wir theoretisch einen Gewinn aus 36 Dinar pro Woche erwirtschaften, sofern die Rohmaterialien auf dem hiesigen Markt eingekauft und die Produkte dort verkauft werden. Ist jetzt nicht so. Genau. Könntet ihr mir eine Möglichkeit im Zusammenhang mit den Produktionen erklären? Natürlich, meine Dame. Meistens wird es für euch gewinnbringend sein, die Rohmaterialien für uns kaufen zu lassen und die fertigen Güter direkt auf dem Markt zu verkaufen. Wegen unseren langjährigen Beziehungen mit dem lokalen Händler können wir normalerweise einen sehr guten Preis erzielen. Trotzdem, falls ihr die Meinung seid, dass ihr Rohmaterial außerhalb von Jahren günstiger werden könnt, könnt ihr sie zu den Verräten legen und wir werden diese verwenden, anstatt sie auf dem Markt zu kaufen. Falls ihr meint, ihr könntet anderswo einen besseren Preis für eure Waren erhalten, könnt ihr uns auch sagen, dass wir die Waren einlagern sollen, damit ihr sie mitnehmen könnt. Wir lassen das mal noch, vielleicht wird es ja dann bald mal besser. Was ist hier unten? Ah, der Ofen. Gut. Ich möchte gerade keine Quest annehmen vom Gildenmeister. Ich möchte jetzt nach Jalen. Diese Stadt, die ich den Namen Valuka, glaube ich. Ja. Genau. So, wenn wir dann bald ein Dorf haben, können wir wahrscheinlich auch Weizen produzieren, das wir dann abgeben dort. So, und Tribian wurde gefangen genommen, oh je. Fetner, wie geht's euch? 8 haben wir.
Also ihr seht, sehr viele sind am brennen Dörfer. Es wird ein schlimmer Krieg noch für die Swadia. Ja, machen wir eine Jägerin. Gut. Dann, was haben wir hier in Chessa? Für einen Ding. Oh nein, ey. Oh. Wir müssen wahrscheinlich dann denen helfen. Minus 2 ist bei denen. Ja, das ist wahrscheinlich wegen dem Ding. Wegen den Ding eintreiben, Steuern eintreiben. Wir werden wahrscheinlich dann die Fetner haben als Dorf, weil es denen ja gut geht. 2, okay, dann nehmen wir die mit. Bauer. Nein, ich will Bauer als Quest haben. Gut, dann geben wir mal ein paar Items ab. Und Steuern eintreiben. Weitermachen. Was? Alle haben Krieg gegen Swanin? Das wird ihr Untergang sein. Schlimm. Ich muss mal mit dem König reden. So. Okay, wir haben 12.000 Gold. 12.700. Feindliche Patrouillen in der Nähe von Serindia gefunden. Ihr habt 8.015 Dinare anstelle von Feluca eingetrieben. Matthias erwartet, dass ihr dem das Geld bringt. Matthias, wo seid ihr? Dann möchte ich es gerne mal. Jamiche und Havava. Jamiche ist doch oben dort. Ja. Und Hamama. Havava. Okay, dann müssen wir dorthin. Was? Also hier in der Nähe sind feindliche Patrouillen. Ah, dort. Aber die können wir nicht einholen. Also, ja, vor allem macht er nichts. Greift ihn an. Ja, okay, lassen wir es. Wir haben sowieso keine Chance noch. Scheinbar haben viele Spieler Probleme mit diesem Mod. Das ist recht schwer. Aber eben, wir geben unser Bestes. Ich kenne mich aus mit Mount Blade Warband. Und wir sollten einfach nicht zu viel Mut besitzen und irgendwelche Einheiten angreifen und dann immer Verluste haben. So macht man eigentlich uns kaputt. So, Weibsbild nochmals. Frauenmiliz, genau. Sklaventreiber. Sehr schön. Die Oberen jetzt nicht zu viel befördern. So Sklaventreiber, die könnten wir noch erhöhen, aber sonst nicht mehr. Okay, Kanat Ker geht und sagen, dass die Soldaten haben einen Nicht-Angriffspakt beschlossen. Und jetzt gehen wir mal zur Burg Vaya. Schauen wir mal, wo die Truppen sind. Ich muss ja eben zu Matthias ihm Bescheid sagen. Okay, die sind gar nicht hier. Oh, nein, 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 nein. Halt. Wir werden bis zum Ende kämpfen.
Schlachtfeld. Mir nach. Wir gehen hier nach oben. Das sind doch mehr, als ich denkt. Shit. Dann habe ich gar nicht gedacht. Werden aber trotzdem gewinnen. Das sind nicht so gut ausgerüstete Truppen. Wir treffen aber nicht. Und du da hinten verdeckst uns die Sicht. Können wir auch mal gewinnen. Also können wir auch mal treffen. Ihr habt... so als Angriff. Halt viele Verluste, aber ich denke, ist auch mal gut, ein bisschen Verluste zu haben, dafür ein bisschen Erfahrung. Ja, okay, es sind zu viele Verluste. Die sind schon ein bisschen stärker als wir. Jetzt sind wir wieder ein bisschen stärker. Aua. Ja, okay, wir verlieren. Schade. Ah, Mist. Nun gut, wenn ihr so dumm seid, ihr blöden Leute von unserem Reich, von Rodok. Ach komm, hey. Schlecht. Machen wir das nochmals kurz. Und ich werde es mal off-topic machen und beende jetzt den Part. Wir müssen ja hier mit dem, der ist jetzt gar nicht mehr hier. Der ist irgendwo anders jetzt. So, ihr Leute, wo ist der jetzt? Der ist gar nirgends hier. Vielleicht oben? Nö. Das ist hier in der Kiste. Nun gut, Mist. Müssen kurz schauen. Talbar, und wo ist Talbar? Ja, Essenburg. Ist das schon weggegangen? Okay, wir sagen jetzt, wir fragen jetzt mal einem. Der hier. Und Talbar. Ja, er ist bei Burg Maras, aber er ist nicht drinnen. Wo ist er denn? Da ist er plötzlich. So. Gut, dann der Quest werden wir wahrscheinlich beenden. Können wir die irgendwie... Wir müssen
Die Quest wahrscheinlich, wir können die Quest, glaube ich, nicht machen, weil wir müssen. Naja. Wir gehen hinten durch und machen die Quest jetzt kurz. Dann gehen wir halt nochmals dorthin, aber ja, es ist halt mega blöd, dass die jetzt angreifen direkt. Aber eben, ich bin ja nur einer, der mitmacht und ich habe keine Dinge, denen zu helfen. Also von mir aus. Da ist Etrosk, mit dem müssen wir aber nicht reden. Veluca. So, machen wir noch das kurz, dann müssen wir das im nächsten Part nicht machen. Weißt du, alles in dem Galage? Aber ein paar Leutchen greifen dort Sarantisches Sultanat an und sterben. Oh. Oder beziehungsweise sie waren gar nicht dort und sind irgendwo anders vielleicht geflohen. Oder bei dieser Stadt dort von den Gelben. Nun gut. Direkt mal eintreiben. Ja, die machen natürlich Krieg. Wie immer. Wieso ist die Quest eigentlich so lange? Einen pro Tag? Oder was? Wie viel Dinar? Nicht nochmal. Ja, diese Questsart habe ich schon immer gehasst. Weil sie recht viel Zeit wegnimmt. Vor allem bei diesen Städten. Aber hui, wenn's Warten halt so extrem schlechten Start haben, ist das halt nun mal so. Und Wochenbericht ist jetzt sogar. Ah, wir haben ein bisschen Geld gar nicht. Wieso haben wir so wenig Geld? Haben wir. Ich glaube, das haben wir zuerst verkauft. Die Sachen verkauft. Und jetzt haben wir auch nicht so viele Geld eintreiben müssen, okay. Geht zur Burg. Aber wieso ist ein Turnier und niemand ist hier? Matthias, wo ist denn der Matthias? Was? Ah, sag's nochmal. Ja, der ist eh dort oben. Okay. Wir müssen ja die Quest noch nicht abgeben. Gut, dann haben wir das. Trossfrauen. Ja. Wir nehmen Frauen in den Trupp. Wir haben keine Gefangenen. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes, der ein bisschen, ja, nervig war, aber dafür haben wir die Banditen gefunden und solche Sachen. Nun gut, Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part gehen wir nochmal probieren, den Matthias die Dinge zu geben und helfen dann den Swahadiern. Vielleicht kann ich ja dem König sagen, sie sollen Bündnis mit Swahadi machen, aber das klappt wahrscheinlich nicht. Ja. Also gut. Tschüssi, Leute.